Die Paula ist eine Kuh, die macht nicht einfach Mu. Die macht einen Pudding, der hat Flecken, den kann man löffeln und auch lecken. Vanille, Schoko, Schokovanille, nur echt von Paula mit der Brille. Hey, ich bin Gregor Hägele und ich erzähle euch heute ein bisschen was über die Songs, die mich am allermeisten musikalisch beeinflusst haben. Mein allererster Lieblingssong war, glaube ich, von Roger Cicero, Murphys Gesetz. Ein bisschen untypisch, aber bei uns gab ja noch kein Streaming und mein Vater war großer Roger Cicero-Fan, deswegen gab es im Auto immer die CD. Und da war Murphys Gesetz drauf, das haben wir immer alle zusammen mitgeschrien. Meinen ersten Liebeskummer hatte ich auch zu Philipp Voss. Ich will nur, ich glaube, wahrscheinlich ist er deshalb auch mein Lieblingssong, weil er mir da irgendwie in der Zeit viel gegeben hat. Irgendwie, dass ich mich nicht so lonely gefühlt habe. Also es gibt einen Song, der mich immer in gute Laune versetzt. Das ist von, ich glaube, Naomi heißt der Cheerleader tatsächlich. Weil der erinnert mich immer an meine ersten Homepartys irgendwie. Oder nicht bei mir, sondern generell bei Freunden, so was weiß ich, mit 16 oder whatever. Ooh, I think that I found myself a cheerleader. Ja. Mein erstes Konzert war... Ich war früher nie so ein krasser Konzertgänger. Das kam bei mir erst so, seitdem ich selber richtig aktiv Mucke mache. Deswegen war mein erstes Konzert... Vielleicht sogar Roger Cicero. Es kann sein. Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, ob ich davor auf irgendwelchen war. Ich war nie wirklich Konzertgänger. Okay, generell, welche Songs könnte ich aus dem Gedächtnis direkt performen? Ich kann immer so Fetzen von Songs. Ich kann, besser noch kann ich irgendwie so Werbejingles performen. So Paula mit der Kuh und so ein Kack. Die Paula ist eine Kuh, die macht nicht einfach Mu. Die macht einen Pudding, der hat Flecken, den kann man löffeln und auch lecken. Vanille, Schoko, Schokovanille, nur echt von Paula mit der Brille. Paula ist der Superstar, coole Flecken. Alles klar? Ding, 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 ding. Ja, Paula hat mich geprägt. Oh, schöne Frage. Ich glaube, der Song, der mir gezeigt hat, dass ich gern Musiker werden würde, ist irgendwie When You Love Someone von James T.W. Gar nicht zwingend so krass wegen dem Song, aber mit dem Song war ich ja damals bei The Voice, so vor 5 Jahren oder so. Und da wurde mir erstmal klar, wie, wenn es irgendwie geht, dass ich das beruflich machen kann, dass ich da alles dran setzen muss. Wenn man irgendwie, weil das, davor habe ich nie wirklich dran gedacht, Mucke beruflich zu machen. Das hat mir erst so gezeigt, ey krass, das geht. Und seitdem habe ich da versucht, alles reinzustecken. Sometimes moms and dads fall out of love. Sometimes two homes are better than one. Some things you can't tell your sister, cause she's still too young. Yeah, you'll understand. When you love someone. Ich würde unfassbar gerne mal mit Post Malone zusammen einen Song machen. Das wäre richtig Knorke. Welchen Song der Musikgeschichte hätte ich gern mal geschrieben? Ach, lass mich kurz überlegen. Wenn ich mir einen Song hätte aussuchen können, den ich geschrieben habe in der Musikgeschichte, einfach nur weil ich den Song so feier, wäre es I Want You Back von Jackson 5. Weil ich den ultra geil finde. Mein persönlichster Lieblingssong von mir selbst ist, glaube ich, noch gar nicht draußen, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, das ist der Lieblingssong von mir selbst. Der heißt Blau. Vielleicht kommt er irgendwann noch, hoffentlich. Aber ansonsten mag ich schon immer sehr gern die Songs, die gerade halt frisch sind. Also ein Jahr ist er jetzt frisch rausgekommen, den liebe ich sehr, weil der irgendwie auch mir sehr persönlich ist. Aber ich mag sie alle. Ey, geil, ich danke euch. Doch heute krieg ich kein Auge zu.